So, ich hoffe, Sie haben die Aufgabe lösen können alleine. Ich habe hier schon mal das aufgeschrieben gehabt, ja vorher. Die Konzentration eben mal dem Volumen ergibt erstmal die Stoffmenge an H2SO4. Das ist bei dieser Aufgabe dann 9,6 mal 10 hoch minus 3 Mol. Und die NaOH-Menge, die ist doppelt so groß. Das heißt, hier beim dritten Schritt schließen wir auf die NaOH-Menge, die ist dann 0,0192 Mol. Und hier bei dem vierten Schritt, da sollten Sie ja eben die Masse berechnen an NaOH. Und das ist einfach diese Stoffmenge mal die molare Masse. Die ist ja 39,997 Gramm pro Mol. Und insgesamt kommt man eben auf eine Masse dann als Endergebnis von 0,768 Gramm. So, die nächste Aufgabe, die ich kurz mit Ihnen nachbesprechen möchte, ist die Aufgabe 1.3. Die sollten Sie ja auch alleine lösen. Und die Reaktionsgleichung ist die gleiche wie vorher auch. Die Schwefelsäure reagiert mit der Natronlauge zu Natriumsulfat und Wasser. Auch hier wird mit Schwefelsäure titriert. Also der Schritt 1 war ja die Reaktionsgleichung aufstellen. Schritt 2 war ja die Stoffmenge ausrechnen an Maßreagenz, die man zusetzt. Und N ist eben C mal V. Also einfach die... Das war ja bei dieser Aufgabe eben die 0,1 Mol pro Liter mal dem Volumen 0,0053 Liter, also 5,3 Milliliter, kommt man auf diese Stoffmenge. Dann eben von dem einen auf den anderen Stoff schließen, das kann man so tabellenartig schreiben. Dann eben hier auf der anderen Seite, dann kommt man auf die Stoffmenge von 1,06 mal 10 hoch minus 3 Mol an NaOH, das ist nämlich doppelt so viel. Wie das hier wegen dem Koeffizientenverhältnis. So, und jetzt muss man halt eben im vierten Schritt weiterrechnen. Es ist ja so, dass diese Stoffmenge NaOH, die wir berechnet haben, die waren ja enthalten dann in 25 Milliliter. Weil man hat nur 25 Milliliter genommen bei der Titration, nicht das gesamte Volumen. In Wirklichkeit lagen nämlich 100 Milliliter vor. Allerdings ist es sinnvoll, nicht das gesamte Volumen zu nehmen, weil man will ja vielleicht auch eine zweite Titration machen oder eine dritte. Und deswegen hat man nur ein Teilvolumen genommen für die Titration. Und dieses Teilvolumen, das wird Aliquot genannt. Und hier hat man also ein 25 Milliliter Aliquot eingesetzt. Schreiben wir vielleicht gerade noch auf, das ist Aliquot ist eine Bezeichnung für Teilvolumen. Und ich muss ja hier berechnen, welche Stoffmenge insgesamt enthalten war in der Probe. Und jetzt muss ich halt berücksichtigen, dass in Wirklichkeit nur halt 25 Milliliter eingesetzt wurden bei der Titration. In Wirklichkeit liegen 100 Milliliter vor. Und deswegen rechne ich das jetzt im vierten Schritt auf das gesamte Volumen hoch. Und in Wirklichkeit liegen also viermal mehr Volumen vor. Weil es ist ja 25, die eingesetzt wurden. 100 sind es tatsächlich, also Faktor 4. Man hat eigentlich 4 mal mehr drin. Und diese Zahl hier, das nennt man Aliquotierfaktor. Das schreiben wir uns auch auf. Also hier diese 100 durch 25, dieser Faktor 4, das schreiben wir gerade auf. Und das hier. Das nennt man Aliquotierfaktor. Der wird auch häufig mit FA abgekürzt. Und das ist hier 4 in diesem Beispiel. So, also 4 mal 1,06 mal 10 hoch minus 3. Dann kommt man auf die Gesamtstoffmenge, die an NaOH drin war. Das ist 4,24 mal 10 hoch minus 3 Mol NaOH als Gesamtmenge. Und ich muss ja den Massenanteil berechnen, der NaOH in der Ursprungslösung. Deswegen habe ich jetzt hier auf die Masse geschlossen, mit Hilfe der molaren Masse. Und ich komme auf 0,16959 Gramm. Also einfach diese Stoffmenge hier mal den 39,997 Gramm pro Mol. Und ganz zum Schluss muss ich halt jetzt eben noch den Massenanteil ausrechnen. Also diese Masse an NaOH geteilt durch die Masse, die man eingesetzt hat. Die waren ja laut Aufgabenstellung 1,621 Gramm. Und dann kommt man eben auf den Massenanteil von 0,1046
oder 10,46%. So, jetzt kommt was Neues, und zwar, was ich mit Ihnen jetzt besprechen muss, ist ein Korrekturfaktor, den man häufig einsetzt, nämlich den Titer. Schreiben Sie also gerade als Überschrift auf. Das ist der Titer, den man typischerweise mit T abkürzt. Sie müssen sich vorstellen, man hat eine Maßlösung, zum Beispiel in einem Gefäß, können wir gerade hier hinmalen. Nehmen wir einfach mal eine Flasche an. Und auf dieser Flasche ist typischerweise natürlich so ein Etikett drauf, und da steht der Gehalt drauf der Maßlösung, zum Beispiel 1 Mol pro Liter. Es soll das Gefäß sein mit Maßlösung. Ja, der Nenngehalt ist jetzt bei unserem Beispiel 1 Mol pro Liter. In Wirklichkeit weicht aber der tatsächliche Wert meistens davon ab, weil man hat ja diese Maßlösung hergestellt, und egal wie genau auch immer Sie, egal wie genau die Laborwaagen sind, die Sie nehmen zum Herstellen dieser Lösung, es wird immer ein kleiner Wegefehler mit dabei sein. Es kann auch sein, dass zum Beispiel der Gehalt der Maßlösung im Verlauf der Zeit abnimmt, weil es zu Abbaureaktionen kommt. Und es wäre ja blöd, wenn ich jetzt jedes Mal das Etikett hier ersetzen müsste und den tatsächlichen Gehalt hier drauf schreibe, weil der ist über die Zeit ändert der sich, der bleibt nicht konstant. Man will aber trotzdem natürlich in diesem das Gefäß mit so einem Etikett beschriften, wo halt die Nennkonzentration bloß draufsteht. Und in Wirklichkeit eben kann es mehr oder weniger große Abweichungen geben. Die muss man muss aber natürlich mit dem genauen Gehalt rechnen. Und wir schreiben uns also gerade auf, dass der Gehalt an Maßreagenz in der Regel nicht dem Sollgehalt hier entspricht, sondern eben abweicht. Schreiben Sie also gerade auf. MR steht immer für Maßreagenz. So, Gründe hierfür, wie gesagt, sind Herstellungsfehler. ZB-Wägefehler. Dass es halt eben nur selten dem Sollgehalt entspricht. Oder auch Abbaureaktionen. Das Maßreagenz ist nicht unbedingt so stabil. Gerade wenn das vielleicht unter Sonnenlicht aufbewahrt wird, kann es da schnell dazu kommen, dass der tatsächliche Gehalt eben abnimmt. Schreiben wir also, dass es zu Abbaureaktionen kommen kann. Und schlussendlich, was natürlich auch sein kann, ist, dass Lösungsmittel verdunstet, während es einige Zeit offen stand. Das heißt, da kann es also tatsächlich dann dazu kommen, dass der Gehalt zunimmt dadurch, wenn Lösungsmittel eben verschwindet.
Und all das führt eben dazu, dass der tatsächliche Gehalt abweicht und dass man den regelmäßig überprüfen muss. So, der tatsächliche Gehalt weicht vom Sollgehalt ab und muss regelmäßig überprüft werden. Und jetzt gibt es eben eine Formel, und zwar dieser Korrekturfaktor T, der ist nichts anderes als der tatsächliche Gehalt geteilt durch den Sollgehalt. In aller Regel meint man mit Gehalt die Stoffmengenkonzentration und deswegen kann man das dann auch etwas konkreter schreiben. T ist nämlich dann in diesem Fall C von X, also der tatsächliche Gehalt. Also schreiben wir lieber C von MR, vom Maßreagenz. Und der Sollgehalt, der kriegt meistens eine Tilde obendrauf. Und das ist also die Sollkonzentration. Oder manchmal schreibt man auch stattdessen C-Soll. MR. Ja, das ist die Nennkonzentration, die auf dem Etikett angegeben ist. Und mit Hilfe dieses Korrekturfaktors kann man eben dann den tatsächlichen Gehalt berechnen. Und auch bei den Titrationen muss man natürlich mit dem tatsächlichen Gehalt dann rechnen. Dieser Faktor T, der steht dann irgendwo kleingedruckt auch mit drauf, mit so einem Etikett kleinerer Art, den man leicht entfernen kann. Oder es ist irgendwie an einer Kordel befestigt oder mit dem Edding oder sowas drauf notiert. Und den kann man halt dann relativ leicht ändern und anpassen, ohne dass man das große Etikett abmachen muss. So, mit Hilfe dieser Formel hier können Sie die Aufgabe 1.6 relativ einfach berechnen. Also hier ist ja der Sollgehalt angegeben und Sie sollen den tatsächlichen Gehalt ausrechnen. Das können Sie schnell machen, das ist gleich gemacht. So, das ist also die Lösung für die Aufgabe 1.6. Das ist einfach. Durch Multiplikation bekommt man den tatsächlichen Gehalt. Man sieht auch, wenn der Faktor T hier kleiner ist als 1, dann ist die Konzentration, die tatsächliche, kleiner als die Nennkonzentration. Können wir uns also vielleicht gerade noch ergänzen hier dazu, wenn T kleiner ist als 1, dann ist die Maßlösung ML dünner als die Nennkonzentration. Oder eben Sollkonzentration. So, T gleich 1, das wäre sozusagen der Idealfall, sage ich mal. Das ist dann der Fall, wenn der Gehalt gerade identisch ist. Wenn bei einer Aufgabe kein Korrekturfaktor T angegeben ist, also kein Titer, dann gehen Sie immer von 1,0 aus. Dann ist also der tatsächliche Gehalt gleich dem Nenngehalt. Das ist also T1,000. Hier würde also gelten, C von ML ist gleich groß mit C Soll von ML. Wird auch genutzt, wenn kein T angegeben ist. Ja, da muss man sich halt darauf verlassen, dass die Nennkonzentration stimmt. So, und wenn T größer ist als 1, dann ist die Maßlösung höher konzentriert. Als die Nennkonzentration.
So eine Formel, mit der Sie allgemein also rechnen können und die deswegen, finde ich, in Fleisch und Blut übergehen sollte, ist eben folgende. Die Stoffmenge an Maßreagenz, die man eben zusetzt, ist C, und zwar meint es immer C soll, mal T, also C mal T wäre dann die tatsächliche Konzentration, mal dem Volumen. Typischerweise schreibt man das aber so rum auf, oder merkwürdigerweise, sage ich mal. Und C Tilde mal T, das ist also dann der tatsächliche Gehalt, und der multipliziert mit dem Volumen, ergibt die Stoffmenge. Und immer, wenn Sie so eine Aufgabe haben und schnell die Stoffmenge an Maßreagenz berechnen wollen, ist es einfach C mal V mal T. Wenn kein T angegeben ist, können Sie das auch weglassen, dann ist nämlich T1. Mit Hilfe von dieser Formel und dem Faktor T können Sie jetzt relativ viele Aufgaben auf dem Blatt lösen. Das machen Sie gleich alleine bitte. Und zwar können Sie jetzt lösen die Aufgaben 1,7, 1,8, 1,9, 1,10, 1,11, 12, 13. Wie viel Sie davon lösen, überlasse ich Ihnen. Suchen Sie sich aber die schwierigeren aus, die Ihnen, wenn Sie das erstmal durchlesen, komplexer vorkommen. Nicht sich nur auf die einfachen beschränken. Bis zu 1,13 können Sie das aber alles selber jetzt. Ich würde gerne mit Ihnen noch kurz über die 1,14 sprechen. Gemeinsam, bevor Sie eben die Aufgaben dann rechnen. So, die Aufgabe 1,14 ist folgende. Wegen eines Herstellungsfehlers haben 100 Milliliter einer Schwefelsäure-Maßlösung einen Titer von 1,2044. Den Titer gibt man meistens mit 3 oder 4 Nachkommastellen an. So. Aufgrund der Qualitätsvorschriften des Labors ist es wichtig, dass der Titer möglichst nahe an 1,0 liegt. Wie muss die Lösung verdünnt werden? Und warum muss der Titer auf jeden Fall danach erneut bestimmt werden? Der Sollgehalt ist hier gar nicht angegeben. Es ist nur angegeben, dass es halt eben dieser Korrekturfaktor. Und jetzt ist es aber, im unterm Strich ist es eine Verdünnungsaufgabe. Und für das Verdünnen gilt ja allgemein die Verdünnungsformel. Das ist ja auf diesem Arbeitsblatt. Die haben wir ja vor kurzem behandelt. Das ist die Formel Nummer 11. Dieses Arbeitsblatt, das gibt es auch bei www.laborberufe.de übrigens. Bei Sonstiges. Da können Sie das also downloaden. Haben wir aber auch im Unterricht ausgeteilt. So, es ist eine Verdünnungsaufgabe, die 1,14. Und immer wenn man mit Wasser verdünnt, gelten halt hier diese Formeln. Und da wir hier, gehen wir mal von aus, die Konzentration haben C, kann man eben diese Verdünnungsformeln im weitesten Sinn anwenden. Weil bei dieser Aufgabe 1,14 ist zwar keine Konzentration angegeben, aber der Theta ist ja ein Korrekturfaktor und den kann man auch als Gehaltsgröße betrachten, also wie viel mal der Gehalt größer ist, als er sein sollte. Und man kann also tatsächlich den Theta auch auffassen als Gehaltsgröße, und der tatsächliche Gehalt ist ja proportional zu diesem Theta, und das gilt also hier Verdünnungsformel. Wir können es vielleicht sogar etwas genauer schreiben und konkreter schreiben. Nehmen wir einfach mal an, C1 mal V1 ist gleich C2 mal V2. Das war ja die Verdünnungsformel, die man eben anwenden kann. So, C1 mal V1 ist gleich C2 mal V2. Und der tatsächliche Gehalt, das ist ja hier C1, und das ist der tatsächliche Gehalt C2. Wir haben jetzt ja gerade gesagt, der tatsächliche Gehalt ist einfach C soll mal T. Also ich kann das ja hier erweitern, wenn Sie so wollen. So, ich habe das also hier einfach etwas ausführlicher geschrieben. Und hier auf der anderen Seite gilt auch, das ist dann dieser Sollgehalt mal dem Theta T mal V2. Das habe ich also auch etwas erweitert geschrieben. Es meint ja bei dieser Aufgabe ein und dieselbe Lösung mit demselben Nenngehalt.
Und deswegen können Sie das hier auch kürzen, weil Sie könnten diesen Nenngehalt auch auf die andere Seite bringen, also diese Nennkonzentration, und dann kürzt sich das gerade weg. Und Sie sehen, man kann die Verdünnungsformel auch direkt für den Titer anwenden. T mal V1 ist gleich T mal V2. Oder T1 mal V1 ist gleich T2 mal V2. Und jetzt können wir eben das gerade ausrechnen. Wir müssen dann plus einsetzen. Und wir müssen also hier jetzt einfach das ausrechnen. Also T1, das ist ja bei uns in der Aufgabe gegeben. 1, 2044 mal V1, das ist das Volumen der Lösung, das zur Verfügung steht, das sind 100 Milliliter. Und die Lösung soll nachher einen Titer von 1,0 haben, und das Volumen, das weiß ich nicht, was das danach hat. Das kann ich aber eben ausrechnen. Und das muss man einfach hier mit dem Taschenrechner kurz ausrechnen. Also schlussendlich ist es ja, glaube ich, relativ einfach, weil sie das hier mal 100 geteilt durch 1, das geteilt durch 1 macht ja nichts aus, rein zahlentechnisch. Das heißt, die 1,2044 mal 100, das ist 120,44 Milliliter. Das heißt, die Lösung muss verdünnt werden auf 120,44 Milliliter, und 120,44 Milliliter, 100 Milliliter hat sie zu Beginn gehabt. Das heißt, ich werde einfach zudosieren müssen, 20,44 Milliliter muss man dazu geben. Die muss also entsprechend verdünnt werden. Sie, zu Beginn ist sie noch konzentrierter, und durch das Zugeben von 20,44 Milliliter erreicht man ungefähr den Faktor, den Korrekturfaktor 1. Allerdings ist es ja eben so, dass es zu Verdünnungseffekten kommen kann. Die Volumina verhalten sich ja nicht unbedingt additiv, und deswegen muss man das nachher auch prüfen. Deswegen steht auch in der Aufgabenstellung, dass der Titer ungefähr bei 1,0 liegt. Aber Sie können nicht von ausgehen, dass er dann nachher genau bei 1,000 ist. Es wird kleinere Abweichungen immer noch geben, und aufgrund von solchen Verdünnungsfehlern und Volumeneffekten muss man den in jedem Fall neu bestimmen dann. Er wird aber definitiv nachher an diesem Wert sein. Also schreiben wir als letzten Satz auf. Oder Volumeneffekten. Wird T ungleich 1,0000 sein. Ja, Volumeneffekte meint, dass halt sich Volumina nicht zu einem Gesamtvolumen addieren, in der Regel. Also bei konzentrierteren Lösungen kann es da mehr oder weniger große Abweichungen geben. Bei dünnen Lösungen sind aber diese Volumeneffekte relativ gering. Und deswegen muss er also neu bestimmt werden. Gut. So, also Sie können jetzt die Aufgaben lösen, die ich Ihnen vorher gesagt habe, die Aufgaben 1.7 bis 1.13 alleine. Die Musterlösungen zu diesen Aufgaben finden Sie ja auch auf dem gleichen Blatt, eben auf den Folgeseiten. Da können Sie dann immer selber prüfen, ob das stimmt oder nicht.